Und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich bei Resident Evil 2 The Separate Ways. Wo ist denn? Wo hab ich denn? Ach, da habe ich das gelassen. So, es geht weiter natürlich gleich sofort mit der Ada-Kampagne. Ich habe mich übrigens doof gelesen und ja, es sind 5 Kapitel. Und natürlich, hallo Asuka. So, hast du so lange... Habe ich auch nicht mehr. Dürfte jetzt eigentlich... Ja, ich sag jetzt mal, der Kampf gegen Krauser losgehen. Sieht jetzt inventartechnisch aus. Eigentlich recht gut. Heilungstechnisch habe ich viel. Und vor allen Dingen die Armbrust habe ich. Okay, da drüben ist auf jeden Fall. Schatz. Eigentlich könnte ich die Granaten verwenden. Ich glaube nicht, dass die großartig gegen Krauser helfen werden. Ausprobieren kann man es aber ja natürlich. Das war schön. Ja, aber die Musik ist so toll. Ah, okay, da sind Gegnerchen. Du bist aber mir wesentlich zu nah. Weil die da gerade so wunderschön dazu stehen. Ernsthaft. Da steht da so ein bisschen im Weg. Scheint von der anderen Seite verschlossen. Ey! Ah, komm, die Pistole reicht eigentlich. Hey! Hey!
Ihr geht mir jetzt hier ziemlich ein auf den Keks. Ja, natürlich. Au. Gut, dass ich jetzt noch Heilung habe. Und für dich, mein Freund, hab ich auch was. Euch habe ich das schon gesehen. Nun so einfach. Ja, ich gehe mal davon aus, dass mit wirklich zum Schatz kommt. Es könnte ja auch einfach sein. Ach. Wartet mal eben, ich hab da was. Das war doch schön. Nicht. So, und das kann ich dann auch schön verwenden. Nein, das war jetzt die falsche Taste. Okay, den Schatz habe ich jetzt auf jeden Fall. Einmal. Pfeile. Pfeile finde ich sehr, sehr gut. Die spare ich mir jetzt auch ganz gerne mal auf. Blendgranate braucht kein Mensch. Ein paar Klötentreffer. Genau, deswegen habe ich eigentlich Pfeile sehr gerne. Die machen so wunderschön dumm. Vor allen Dingen kontrolliert Bumm. Das ist ja gerade das Schöne. Granaten kannst du ja halbwegs kontrollieren, aber die Pfeile, die sind da eigentlich schon recht gut. Ich finde es auch eigentlich sehr gut, dass sie jetzt so gegen Ende eigentlich gesagt haben, von wegen, okay, Ada kriegt komplett andere Areale. Essen ist natürlich auch wieder am Start. So, ist richtig. Alles klar, so. Da ist natürlich Türchen. Mit Free Loot.
gelbes Pflänzlein. Okay. Der Bulldozer ist kaputt, sieht nach Leons Handschrift aus. Oh, das ist ein bisschen gemein. Pfeile! In so einen Köcher passen viele Pfeile auf jeden Fall rein. Das finde ich gut. Ja, ne? Ashley ist gefallen. Oh, sieht nach Leons Handschrift aus. Wobei, Leon ist nicht viel besser. Ich sag nur Resi 2. Nichts dafür. Bist du ja so sicher? Natürlich. Sag mal. So. Sonst hier noch was ohne Lieferschwein. Granate, Pistolenmunition, alles zum Mitnehmen. Wo kommst du auf einmal gewesen? Du solltest doch nicht hier sein. Schön direkt daneben. Ich wäre mir da nicht so sicher. Money! Wie viel Money habe ich denn eigentlich? 63.000. Die, comrade!
isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Ah, schön. Also doch nicht gegen Krauses Schein kämpfen. Trefferquote 91%. Hätte ich nicht daneben geschossen, wären es mehr. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here. Though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. So. Speichern. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt das glückliche Fälschen, dass wir mal so den Einblick von Ada bekommen. Kapitel 5. Oh. Krauser's dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Probe beschaffen. So, Sturmgewehr Munition. Got a selection of good. What are you buying? Not enough cash, stranger. Thank you. What are you selling? So, was haben wir denn so Schönes, was ich mal verkaufen kann? Na, den zweiten Kristall. Thank you. Come. Okay. Back any time.
What are you selling? Goldlux ist eigentlich abfertig, die Maske ist abfertig. Was auch zu den Katzenaugen gehört. Nur wenn... So, würdest du... Ernsthaft? Ja, feier dich doch noch. Das ist die Taste zum Überspringen. Okay. Na, komm schon. Du willst uns doch auch den Loot. Ey, da. Got a selection of what are your boys? Thank you. Come back anytime. So. Da ich unmenschlich viel Munition dafür habe. Eigentlich wäre es schade gewesen, dass der Dicke nicht schon vorher zu sehen ist. Na, also geht doch. Ein Schmerz der Hilfe. Das finde ich gut. Hab mir auch genug an Shotgun. Dieses Kabelsalat hier. Das ist doch echt nicht mehr unschön. Das ist schon katastrophal. So, kleinen Augenblick hier. Ah! Jetzt ist es frei. Das Enterhaken-Feature finde ich echt super. Ohne Pfeile. Oh, hier oben ist auch Schatz. Blaues Auge. Hätte ja auch sein können, dass ich hier auch
wundervoll das kriege, was ich haben will. Nämlich die restlichen Sachen. Und ich glaube, da kriege ich die Schätze nicht mehr für. Die sind wirklich dann nur... So. Ja, oder so. Das finde ich schön. Wenn ich hier überhaupt nichts sehe, finde ich das nicht schön. Der betrachtet sich auch erstmal. Was ist denn da kaputt? Ich hoffe, man hört auch nicht den Wind heulen, weil im Moment ist es halt so, dass bei mir irgendwie, keine Ahnung, ziemlich der Wind hier reinheult. Das war jetzt mal eben kurz notwendig. Oh. Einmal so, einmal so, einmal so. Ernsthaft. Aber gib mir hier nicht auf den Zeiger. Hier gibt mir nämlich das ziemlich auf den Zeiger. Oh Gott. Ja, ja, okay, so. Du das, du das, du das. Wie viele denn noch?
Langsam. Aber sicher. Es ist dann doch ein bisschen viel. Das ist schön. So. Du darfst. Hätte ja auch anders laufen können, ne? Wie sieht's eigentlich hier aus? Okay, hier ist noch nichts an Schätzen. Das war auch eine Tortur hier mit Leon durch. So, gibt es da irgendwas? Natürlich. Seidenkristall, sehr schön. Nochmal ein gelbes. So. Sieht das munitionstechnisch wieder anders aus? Gleichzeitig sieht es aber auch. Heilungstechnisch noch ganz gut aus. Auf. Irgendwas aus. Der Rüstung. So. Das grüne Kraut kommt jetzt gerade sogar gelegen.
Wir gewannen so zerronnen. Oder wie heißt es nochmal so wunderschön? Was? Nein! Oh. Ernsthaft. Da fand ich nicht nett. Hast mir auf jeden Fall keine Probleme hier. Okay. Ich muss hier rein, stimmt, da war ja was. So muss man das machen. Mal eben kurz Waffen nachladen. Wobei, die Pistole geht eigentlich sogar noch. So. Die gehen mir sonst so tierisch auf den Senkel. Du machst erstmal den Abgang nach unten. Hast du überlebt? Nö. Umso besser. Ich habe jetzt ernsthaft da oben den Schalter vergessen. Ich glaub's aber nicht. Die Pfeile habe ich auch noch vergessen. Wann kommt denn eigentlich der nächste Händler? Ist noch ein bisschen hin, okay. Das sieht nicht schön aus. Das sieht schön aus. Das ist auch irgendwie.
Der wäre mir sonst penetrant auf die Nüsse gegangen. So, den Loot dort hinten möchte ich erstmal nicht vermissen, deswegen gehe ich den jetzt erstmal abholen und dann hole ich den Rest. Loot. Passt mal auf, und dann ist hier jetzt die ultimative Waffe im Spiel drin, ne? Oder ein gelbes Kraut. Ja, das habe ich gesehen gehabt, dass der vom Himmel geflogen ist. Einmal ein rotes Auge. Das sind sogar zwei Händler, sehe ich gerade. Deswegen war ich jetzt auch eben gerade ziemlich froh gewesen, auch das Sniper-Gewehr benutzt zu haben. Wobei, hier kommen. Das nutze ich jetzt mal eben schnell. Leon, you okay? Yeah. Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Welcome. Das wollte ich mir jetzt nicht antun. Got a selection of good. What are you buying? What are you buying? Is that all? Thank you. What are you selling? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Come back anytime.
Aber in meinem Aber ist eine sehr, sehr coole Band damals gewesen, aber nein. Einfach nein. Zumal ich auch mit ihr nicht das Infrarot-Ding kriege. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das könnte mir nicht antun. Ich hasse die Dinge. Und zwar aus tiefster Seele. I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Ernsthaft? Das ist ein bisschen... Okay, der lässt mir ehrlich gesagt nicht viel Chance.
mich mit dem Dings zu wehren. Aber die Armbrust macht schon gut Damage gegen ihn, wenn man damit richtig trifft, auf jeden Fall. Aber er macht auch gut Damage, wenn er trifft. Natürlich der Nachteil. Definitiv mal kurz. Alter, ist der aggressiv dabei. Der ist richtig aggressiv. But I don't like it when men play rough. Hier ist auf jeden Fall ein Schatz. Die Lampe. Ich hab den einen Schatz vergessen. Ja, das ist tatsächlich auch eine Sache. Dann passt Leon eigentlich auch perfekt dazu. Und ich hab den einen Schatz vergessen. Ich glaub's aber nicht. Welcome. Got a selection of... What are you buying? What are you selling? So, und ich gehe mal nicht mehr davon aus. Passt mal auf, jetzt wo ich diesen gesamten Kram hier verkaufe, jetzt kriege ich den gesamten anderen Rest. Thank you. Come back. Das könnte ich ja eigentlich kombinieren, so. Obwohl die Katze behalte ich. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Now!
Ja, genau. Was? Du stehst mir da so ein bisschen im Weg, Kollege Schnürschuh. Der irgendwie unverwundbar oder so? Davon lässt er sich doch nicht beeindrucken. Ich glaub's aber nicht. Ernsthaft? Ich hab doch eben... Ich hab doch eben gerade erst... Thank you. This is gonna be hard to explain at customs. Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. Yeah. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés.
Stand back. Okay. Ernsthaft. Alter, allen Ernstes. Ich hab keine Energie mehr. Ich hab nichts zum Heilen. Das hat alles der andere gefressen. Kann ich wenigstens mal kurz abhauen. Der fucking Gesicht nicht mehr! Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Das war's mit Separate Ways.
knapper hätte ich es nicht hinkriegen können. Also 0,53 Sekunden habe ich da zum Schluss gelassen. Ja. Aber ich muss sagen, eigentlich war das gar nicht mal so schlecht gewesen. Also ein netter Zusatz. Auch wenn ich sagen muss, der Kampf gegen den Settler-Verschnitt, der hätte echt nicht so sein müssen. Meines Erachtens nach. Gott sei Dank, gegen den Bürgermeister musste man ja gar nicht kämpfen. Der Krauser-Kampf, der war eigentlich schon so, ja, der wirkte eigentlich mehr so hinplatziert, meines Erachtens nach. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich wirklich eine schöne. S steht für Style. Jetzt kannst du beim Händler einen Chicago Typewriter kaufen. War das nicht der... Dings gewesen? Ich meine, gut, okay, man könnte jetzt natürlich auch noch sagen, von wegen Simon Ada. Da weiß ich jetzt allerdings nicht. Resident Evil 4. Ich weiß gerade gar nicht, wann kommt denn der erste Händler? Spitzer 2? Ist das zufälligerweise? Ja, das ist das Outfit. Das ist cool. Das ist richtig das Nice. Wenn ich das jetzt... Okay. Is everything okay? Er ist kein Zombie, ja. Was ich nämlich schauen möchte, ist... genau, hier ist ja auch gleichzeitig der Händler. Got some rare things. What are you buying? Broken Butterfly. What are you selling? What are you buying? Was haben wir denn hier noch? Können wir eigentlich so das Ding schon kaufen? Das wäre nämlich cool. Nein. Müsste dann über Dings erfolgen. Das finde ich ein bisschen schade. Weil das hätte ich dann schon ganz gerne gekauft. Dass man da dann halt mal richtig schauen kann, wie sieht das eigentlich alles aus.
Na gut, ey, das Bericht dürfte so ziemlich genau die Berichte sein. Ich schau ja jetzt einfach mal kurz rein, weil die Zeit können wir uns dann noch nehmen. Have you retrieved the sample? Not yet. Some kind of trouble? Sadler. He knows. Ah. Your extraction chopper will pick you up at the rendezvous point as planned. I'll be there. Auftragsziel, 5 Plagerproben sammeln und zum Treffpunkt gehen. Okay. Das eignet sich ja hier wieder hervorragend zum Snipern. Du kennst Assignment Ada noch gar nicht? Ich auch noch nicht. Bin ich ganz offen und ehrlich. Ja, Kollege. Das... ist dann ja noch... ja, ja. Grüne Kraut kann ich jetzt auf jeden Fall gut gebrauchen. Wie stylisch Ada da hoch geht. Und ein gelbes Kraut, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schade finde ich bloß, das Inventar ist so klein. Aber ich denke mal, Assignment Ada dürfte eigentlich nicht lang sein. Und nicht so wie er hofft eigentlich. Zumal es auch die Stelle eigentlich in Resident Evil so abhandelt, die ich persönlich eigentlich nicht so sehr gemacht habe. Nämlich die Insel. So. Ich krieg...
Alter, erledigt er gerade seine eigenen Männer? Da ist wieder runter. Der steht da jetzt auch ein bisschen doof da. Der weiß auch nicht mehr, was er machen soll. Das war jetzt nicht der Plan. Der Plan war, dahin zu gehen. Okay, ich krieg aber auch keine Kohle. Von daher kann man davon ausgehen, hier kriegt man generell keine Kohle. Finde ich ein bisschen schade, wie gesagt. Okay, kann ich nicht da hoch. Die Punisher. Das war ja die Pistole, die ich eigentlich so ganz gerne benutzt habe. Bei Leon. Zum einen ist halt stärker als die normale Pistole, zum anderen gibt's die halt for free. Wenn ich die hier schon sehe. Deswegen mag ich auch die TMP übrigens nicht. Wird so niedrig gehalten. Auch mit dem Griff ist. Wird so zwar besser gehalten, aber. Ist nicht so meins. Ich mag sowieso nicht diese Schnellfeuersachen. War doof gewesen. Das war
absolut doof gewesen. So, ein bisschen Inventar aufgeräumt. Aufgeräumtes Inventar erspart einem viel Ärger. Ach, das finde ich schön. Der hat mich auch gesehen, den kann ich auch gleich runterschicken. Na komm, put. Will noch jemand baden gehen? Das war jetzt so nicht geplant. So ebenfalls nicht. So war das geplant. Na komm, put. Noch jemand ohne Lieferschwein. Ohne das Oink Oink. So. Ja, das jetzt mal richtig hier. Aber ich brauche doch die Plaggerproben. Ich hätte jetzt gehofft gehabt, hier wäre jetzt irgendwie eins. Du, mein Freund.
stehst da eigentlich total doof. Du ebenfalls. So, der Werfer? Nein. Dann so. Okay. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dann kann ich das hier nämlich auffüllen und kann ein grünes Kräutlein nehmen. Das war gut. Als wäre das schon fast geplant gewesen. MP-Munition eigentlich recht gut, weil die bräuchte ich jetzt natürlich. Ey! Natürlich das Blöde, man hat keine Shotgun für die Schilde. Die Shotgun ist halt doch recht butterweich durchgegangen. So langsam aber sicher gehe ich jetzt einfach nur noch durch. So. Aber 5 Proben muss ich immer noch finden.
Oder muss ich ab jetzt 5 Proben finden? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Könnte sein, dass ich... Ich hätte erst hier... Ich hätte erst runtergucken sollen. Egal. Wollen wir doch mal schauen. Hier geht's auch nicht rein. Okay, da führt das schon mal zu der... ersten Plagerprobe. Hier drin. Oh, das ist schön. Das ist eigentlich jetzt eine gute Gelegenheit, eine kleine Granate zu werfen. Genau, hier haben wir jetzt die Plagerprobe Nummer 1. Dann ist es tatsächlich so, die 5 Sterne markieren im Moment halt wirklich dann die Plagerproben. Und am Ende ist dann halt... das gesamte Helikopterschiff. Eigentlich cool gemacht. Ein schönes Nebenspiel. Das einzige Problem hätte ich jetzt nur mit genau dieser Stelle eigentlich. Wie gemein! Wie absolut gemein! Die blöden Plagerproben nehmen auch noch meinen Inventarplatz weg. Das wird jetzt doof. Das wird richtig doof.
Das wird unschön werden. Das wird richtig unschön. Ja, ich muss mindestens eine Granate wegwerfen noch. Bams. Alter, ernsthaft? Verdammter Ernst. Zumindest kann ich so auch noch mal ein bisschen Munition rausholen. Ein bisschen Platz zu machen. Da bin ich. Alles klar. Das heißt, hier muss ich weiter. Da ist die nächste Plagerprobe. Dazu einfach nur. Granaten sind im Moment gerade mein guter Freund. Alter, wollt ihr mich allen Ernstes dumm schicken? So. Und so. Nichts vergessen? Nein, gut.
So. Mir ist die Punktewertung, ehrlich gesagt, dafür erstmal ein bisschen egal. Das ist jetzt doof. Sie haben die Türen verschlossen. Beruhigten Wissens hier mit Pistole ein bisschen draufbolzen. Liebe Leute, ihr geht hier. Gebt mir nur dezent auf den Senkel. Wobei, wenn ich mir das jetzt schon ansehe. Ich kann den Loot einfach nicht liegen lassen. Es geht einfach nicht. Ich kann mich nicht darüber überwinden, den Loot einfach liegen zu lassen. Geht einfach nicht. Tut mir leid. Ja, der Koffer ist wirklich zu klein dafür. Das steht außer Frage. Man kennt mich, Fanatiker. Ich bin eigentlich kein Ordnungstyp. Aber... hier muss das doch irgendwie sein, dass das alles seine Ordnung hat. Ja. Ey! Ey! Ich glaube, das spinnt. Hi, Mina. Und ja, die Sex... Du hast leider die andere Story verpasst. Also, Separate Ways habt ihr schon durch. Das ist jetzt hier... Und danke für den Host. Das ist jetzt nämlich hier... Wie heißt es nochmal? Assignment Ada. Das andere Spielchen.
Das mit Ada kommt auch noch komplett auf YouTube hoch. Also es, ich glaube, den ersten Teil habe ich schon übertragen. Ich habe den bloß noch nicht freigeschaltet. Ada ist trotzdem sexy. Ja, das könnte man so sagen. Aber wie wir wissen, Ada ist leider schon fest vergeben. Die hat quasi schon ihren Lebenspartner. Nennt man Leon übrigens. Du stehst mir gerade zu nah und ihr seid mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen zu nah. Der kann arbeiten gehen. Das ist deine Ada, ja genau. So, was gibt's? Da blinkt doch was. Dann nimmst du Leon, ja genau. Schenk ich dir. Ja, könnt ihr so handhaben. Hab ich kein Problem mit. Das könnt ihr ganz gerne so handhaben. Nimm mich mit. So. Ich liebe diese Explosions-Einis, auch wenn die so teilweise echt nerven können. Teilweise können die aber auch echt zufriedenstellende Arbeit hinterlassen. Oh. Wobei nicht mehr. Oh, ich hab genügend Platz.
Kreuzchen. So. Damit das auf jeden Fall geklärt ist. Ist genauso wie mit. Du kriegst erstmal ein paar Klötentreffer ab. Genauso wie mit Abwasser. Das ist auch ein Thema, was dringend geklärt werden müsste. Sicherheitsbedienfeld muss jetzt nicht bedient werden. Oder wie seht ihr es? Das Thema Abwasser. Wollt ihr mich eigentlich vereiern? Ja, das denke ich mir auch gerade, aber ein bisschen zu viel. Kriege ich doch nicht alles mit? Oder doch? Das kriege ich doch nicht alles mehr mit. Ja, hier wird man echt mit Munition zugeballert. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das habe ich mir schon so irgendwie gedacht. Sturmgewehrmunition brauche ich jetzt aber nicht dringend. Das brauche ich nicht dringend. Au. Das tat zu sehr weh, mein Lieber. Das ebenfalls. Gehen wir einfach durch. So. Och nö. Du warst doch schon vorhin.
gerade so in einer nervigen Phase gewesen. Au. Au! Ja, das werde ich sowieso nicht überleben. Was soll denn? Ja. Einsatz gescheitert. Oh, ich lande wieder hier. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kann ich mal kurz nachladen. Zum Sprung an, dann kann ich dich am besten treffen. Wow. Alter. Ja, das ist... Gut, Ada hat nicht... Ich bin nicht gerade voll live. Gerade Krauser, ne? Der Typ, der mich am meisten stört. Müssen sie natürlich hier dann auch noch reinsetzen. Na komm, mach. Ja, das war doof. Die ich so auf ihn schmeißen könnte. Yo! Ich hab zwar auch gedrückt, aber egal. Aber
Krauser geht mir hier dezent auf den Sack. Zumal... Ja gut, hier ist auch noch ein... Ja, er schützt sich auch gleich immer, das ist so ein bisschen nervig. Setz doch deinen Sprung ein. Kann ich dich viel besser treffen. Oder so. Das war doof. Aber so kann ich... Na komm. Könnte gut Damage jetzt reinhauen. So? Ey. Whoa, oh, ja, genau. Setz dich einfach hinter mir. Das. Das war doof. Das ist gerade die Sprungattacke, die ich eigentlich am liebsten von ihnen hätte. Ich hab, glaube ich, ja, ich hab auch keine Heilung mehr. Ja, das. Ah! Der Kampf ist doof. Warum hat man aber auch Krauser hier reingesetzt? Von allen Leuten, die man hätte reinsetzen können. Mach da einen Kick oder sonst wie was. Ja.
das war. Das war gut. Das war doof. Eine Heilung. Achso, nee, ich hab noch zwei Heilungen. Das war doof. Mach was anderes oder sei besiegt! Also so langsam aber sicher gehst du mir nämlich auf die Nüsse. Ja, das ist doch scheiße. Mal ganz im Ernst. Der Typ hält ewig schon 3 Tage was aus. Und macht verdammt viel Damage. Das ist doch unnormal. Vor allen Dingen dieses verdammt. Ja, dieses. Hallo? Dieses verdammte blöde Stück von Dreck. Der verteidigt sich die ganze Zeit. Du kannst ihn kaum angreifen. Ey, das ist doch. Das ist doch Bullshit. Ganz ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, dass der hier auftaucht, das ist Bullshit. Vor allen Dingen seine Rumteleportiererei. Mal, wenn du ihn dann treffen kannst, dann ist er kurz darauf wieder unverwundbar, weil er dann wieder sein Schild dann vor sich herhält. Dann trifft er einen, weil er treffen will. Jetzt ist er wieder hinter ein. Oh, ey. Krauser, hau einfach ab. Hau einfach ab. Du gehst den Leuten voll auf die Nüsse.
Und vor allen Dingen gehst du mir auf die Nüsse. Ernsthaft? Es ist zum Kotzen. Wie häufig bin ich jetzt gestorben? 5 Mal? Und jedes Mal... Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Dieser Kampf ist Dreck. Komm, mach! Ich will den Kampf eigentlich beenden. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwas triffst, dann triffst du nur sein scheiß Schild, weil er selbst dann auch, wenn er nicht ausgefahren ist, immer noch den schützt. Komm, mach irgendetwas, wo ich dich dann angreifen kann. Ja, das ist... Teleportieren ist... Was für... Pussies, echt. Wannabe Wesker. Na danke. Entschuldigung für diese Ausrasterei, aber das ging mir echt hart auf die Nerven. Weil Krause hätte hier echt nicht sein dürfen. Punctual. I like that. Is Krauser there? He's dead. Pity. But after all, just another expendable grunt. Thanks to you, however, Umbrella's one step closer to its re-establishment. And once it is, there will be significant changes in our world.
Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das am Ende mit Krauser ist echt einfach nur misslungen. Das hätte echt nicht sein müssen. Da hätte ich lieber den Bürgermeister oder sonst wie was gehabt. Als Krauser. Der ist mir ja schon tierisch auf den Sack gegangen, wo man dort diese eine Stelle hat, wo man nur ganz wenig Platz hatte. Ja, Wesker ist ja nicht dazu gekommen, Umbrella wirklich richtig nochmal aufzubauen. Aber schön, dass man hier nochmal Cutscenes mit Ada halt sieht. Also aus der Separate Ways. Schlusssequenz noch einmal sehen. Nee, brauche ich glaube ich jetzt nicht. Starte Separate Ways mit dieser Abschlussdatei, um beim Händler einen Chicago Typewriter zu kaufen. Okay. Ich will es jetzt einfach nur noch halt wissen. Ist das jetzt wirklich Separate Ways? Ich meine, wir haben ja hier gleich den Händler. Das ist ja. Wir hatten eigentlich den Händler hier gehabt. Okay. Das kann ich eigentlich dran hier auch mal schieben. Aber ich jetzt mehr oder minder meine Ruhe erstmal. Das finde ich gut. Ja, ja. So. Das muss halt noch sein. Direkt hier ist er. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying? Das hat. Come back anytime. Dann nicht. Dann halt nicht. Ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall beende ich damit hier den Stream und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, Projekt. Was dann, wie ich es schon gestern angekündigt habe, wundervoll Chrono Trigger dann sein wird. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und das wird auch nicht nur samstags kommen, sondern halt, oder jetzt auch hier in diesem Fall sonntags, sondern halt auch so ein bisschen häufiger. Damit sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Stream. LatexFB, bleibt sicher.